mit euch verkehrt? Bist du hier? Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge 7 Days to Die, Age of Oblivion. So, ja, erstmal guten Tag gesagt. Und ich muss mich jetzt auch erstmal ein bisschen zurechtfinden hier, weil ich hatte jetzt auch mal ein paar Tage Pause von 7 Days. Ich hatte ein wenig mehr vorproduziert, um halt, wie gesagt, ein paar Tage mal Pause zu haben. Und jetzt muss ich mir auch erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden, wo wir hier überhaupt stehen geblieben waren. Ich glaube, wir hatten, ja, wir hatten die Horde-Nacht hinter uns. Gestern war das mit den, ach ja, mit dem Fail auf der Baustelle mit den Klappen, wo ich zu doof war mal wieder. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, es kommt so langsam wieder alles rein. So, dann schauen wir doch mal bei den Quests. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Handelsrouten öffnen haben wir auch. Raider Jen. Wo ist das denn? Wo ist die denn? Seedwald. Ach, der ist im Westen. Im Westen. Im Osten. Ich glaube, ja, das machen wir folgendermaßen, Leute. Wir fahren jetzt hier zu der Quest hier. Die haben wir ja. Wo ist er? Ja, genau, hier die Stufe 2 Quest. Zack. Und dann von der Stufe 2 Quest fahren wir dann rüber zur Jen. Holen uns hier die Handelsrouten. Und von da aus schauen wir dann erstmal weiter. Da Rest weiß ich noch nicht. Jetzt erstmal, wie gesagt, Quest machen. Die dürften jetzt schwer sein und dann Handelsrouten öffnen. Und dann schauen wir weiter. So, haben wir. Was haben wir hier schussmäßig dabei? Was haben wir an Waffen überhaupt? Guns sind hier. Hat mir irgendwas? Das war eine M4. Kann die was? Die M4. 33 Schaden. Das. Ach, das ist ein Scharfschützengewehr, okay. Hier ist ja 25. Ja, die macht mehr. Dann nehmen wir die vielleicht noch statt der Dubsy mit. Ja. Ja. Ja, so machen wir das. Die kommt da hin. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Essen, trinken müssen wir mal gucken. Ob wir hier noch irgendwas drin haben. Genau, den können wir mal mitnehmen. Falls wir bei Jen irgendwas Schönes finden. Toll, da sind noch zweimal Essen drin. Und ich habe es nicht gekocht, ich Depp. So, dann lass mal hier reingucken. Da müssen wir da eigentlich was zu mitnehmen haben, ja, sage ich doch. Nehmen wir das noch mit. Verkaufsdinger nehmen wir mit, legen wir ins Auto rein. So. Nun gut, dann lasse die Spiele beginnen. Einmal hier schnell reingucken, was wir da haben. Ja, machen wir die leer. Machen wir die leer. Zack. Wie sieht es technisch aus? Weiß ich gar nicht. Lass mal gucken. Nimm die mal mit. Nimm den Sprit mal mit. Nimm den Sprit mal mit. Ja, siehst du. Das war zum Verkauf alles. Geht ins Auto rein. Ja. Wir haben 5 Rap-Kits. Dann reparieren wir doch einmal hier so ein bisschen durch. Und dann können wir auch schon losfahren, Leute. Ah. Boden ist gut. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Ja. Bis hier. Und dann um die Kurve nach links abbiegen, bitte. Und dann sind wir fast schon. Dann sind wir auch schon fast schon da. Ruhe, einmal rum.
Ja, ich weiß, ich fahre jetzt einen kleinen Umweg, aber es ist mir lieber so. Und anstatt wieder meine Karre kaputt zu machen, weil ich zu doof bin zum Fahren. Passiert ja gerne, dass ich an irgendwas hängen bleibe. Lass uns mal raten. Ich sag, let's get ready to rumble. Ja, fast. Oh, hey, Sir. You got nothing. You lose. Good day, Sir. Mit welcher Inbrunst der das aber auch sagt, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Ja, richtig, richtig enthusiastisch dabei, mich zu beleidigen. So, da sind wir auch schon. Smart Meeting. Eating. Smarketing. Was auch immer das heißt. Wir schauen mal einmal hier außen. Einmal außen ein bisschen schauen. Ist mit euch verkehrt? Bist du hinüber? Ja, ist er. Er ist hinüber. Sehr gut. Smarketing. Smarketing. Der hat es aber eilig. Der hat es gerade aber eilig. Warum nur? Aber ich sehe da schon wieder über Clowns rumlaufen. Ne? Den haben wir schon leer gemacht. Gut. Gut, wenn wir den schon leer gemacht haben. Waren wir hier schon mal? Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass ich hier schon mal war. Aber die... Was ist denn mit dir? Aber die Autos draußen haben mir was anderes gesagt. Komisch. Ganz komisch. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Wenn wir hier schon mal drin waren, dann tut es mir leid für die Wiederholung, aber ich kann mich da nicht dran erinnern, dass wir hier waren. Ernsthaft nicht. Ich kann mich ernsthaft nicht daran erinnern. Ja, das ist ätzend, wenn man älter wird. Lässt das Gedächtnis immer so ein bisschen nach. Ihr mögt es mir bitte vergeben. Mach mal zu hier wieder. Ja, genau. Vergebt mir das bitte. Das passiert ohne Absicht. Wenn ich was vergesse. Dann tut es mir leid, liebe Leute. So, was haben wir hier gefunden? Ein Messer. 1,7. Was macht unseres? Ah, unseres besser. Nehmen wir das mit, ist klar. Get hammered. Wenn du gerne Sachen zerschmetterst, ist Get hammered genau das Richtige für dich. Verbessert die Fertigkeit zur Verwertigung von Froschhackhämmern. Brauchen wir zwar nicht, aber ich lerne es mal der Vollständigkeit halber. Aber nur der Vollständigkeit halber. Lerne Dutzende Fantasien. Warum lese ich das eigentlich vor noch? Kennt ja doch alles schon. Ah, die paar Tage Abstinenz, die haben dein Dings nicht gerade gut getan, habe ich so das Gefühl. Wo kommst du her? Auch noch zu zweit. Hausmeisterparty oder was? Dafür gibt es Schläge an den Hinterkopf. Dafür gibt es Schläge an den Hinterkopf, liebe Leute. Zuckerhinter nehmen wir mit. Den Zuckerhinter nehmen wir mit und wir essen und trinken mal eine Kleinigkeit. Wäre von Vorteil, glaube ich. Dann einmal hier schnell ein bisschen Rüssel reinhalten. Sonst ist hier nickes. Die Tür ist zu, ja, habe ich mir gedacht. Wir gehen mal ein bisschen nach oben. Nach oben. Wie kommt hier runter? Ernsthaft. Mutig. Oh, cool. Ein Autobuch. Da sind wir bei 34. Wie viel brauchen wir noch fürs Moped? Wie waren das?
Fahrzeuge. 45, noch 11 Bücher, das ist nicht mehr viel. Leute, das ist nicht mehr viel. Das Motorrad ist in greifbarer Nähe. Weil ich finde, das Motorrad einfach, ist es besser Fahrzeug. Also jetzt mal ernsthaft. Boom. Hast du in den Tisch gebissen, mein Freund. Tut mir das aber leid. Tut mir das aber leid, nehme ich gerade gar nicht. Was ist denn hier gebacken? Dahin war es bestimmt nicht. Alter, hä? Hä? Hier ist ein Licht. Verstehe ich gerade nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das Licht hat auf die andere Seite gezeigt. Und hier geht's rein. Das habe ich gerade echt nicht verstanden, Leute. Ihr? Wir kaputzen, Heini. Du hast mir ja auch noch gefehlt, mein Freund. Medicals, mal ein bisschen Kochbuch. Ein bisschen zerkleinern, ja. Hier haben wir noch ein paar Stühlchen. Kann hier immer was hinten dran sein. Kann hier immer mal was hinten dran sein. Komm. Kommen sie wieder von oben. Warum die sich jetzt voneinander verbeugt haben, weiß auch kein Mensch. Ne? War auf jeden Fall witzig aus gerade. Wie sie da voreinander gekniet haben, die Deppen. So, da vorne ist auch schon, was ist das? Shotgun? Ne, pick das. Mach das klein, mach das klein. Mach das so. So, dann nimmst du das mal in die Hand. Und läufst hier mal rein und wieder raus. Okay. Aua! Bleib weg! So. So nämlich. So nämlich. Wo sind wir denn hier? Zeichenbüro? Architektenbüro? Irgend sowas muss es ja sein. Bäm. Bäm. Was war das? Food can chicken peas. Chicken peas. Was ist das? Chicken peas? Kichererbsen? Ich glaube ja. Sagt's mal in die Kommentare, was Chicken Peas sind. Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Ich meine, es wären Kichererbsen. Fäuste. Wenn die Fäuste fliegen, ja super. Schlagringe freigeschaltet. Das mache ich nur der. Ah, Bowhunters, okay. Holzbogen 2, nicht schlecht, nicht schlecht. Feuerwehrmann. Fertige Feuerwehrhelme und leider 5% im. Ja. Ja, ist recht. So. Speerhunter, den nehmen wir auch einfach mal so mit. Dann haben wir hier eine neue Brust. Brust oder Keule. Nehmen wir die Brust. Abschließen. Zack. Verändern. Hier reinballern. Abschließen. Repariere das direkt. Dies an. So, haben wir irgendwo noch Platz drin für eine. Da eventuell ändern. Ja, na, sind da. Da geht's nicht. Hier ist was drin. Hier aber eventuell. Toll. Nur ein Platz drin. Super. Ich werde die paar Taschen noch unterbringen. Ja. Und da bist du noch doof dazu, mein Freund. Da bist du noch doof dazu, gell? Ja, hol das raus, mach die Taschen rein. Das ist schon okay so. So. Somit sind wir hier schon mal durch. Das ist sehr gut.
Dann laufen hier mal wieder ein paar. Ein paar Idioten durch. Au! Hörst du auf damit? Haut der mich einfach so? Mann! Ist nicht nett. Gut. Ja, wir haben die Quest abgeschlossen. Das heißt, liebe Freunde der Nacht, ich schwing mich in die Kiste, hole hier das Verkaufszeug raus. Ich sagte, ich hole das Verkaufszeug raus, so, und den Rest baller ich hier rein. Den Rest ballern wir erstmal hier rein, wie wir das nicht brauchen. Der Rest kann bleiben. So. Der Rest kann bleiben. Ich fahre. Fahre ich hin. Hier erstmal nach Norden, dann ins freie Feld. Ja, und dann sehen wir uns, wenn ich drüben bei der Gen bin. Bis gleich, Leute. Seht mal, Freunde, was ich hier gefunden habe. Ist ja nicht schön. Ein schöner DeLorean. Halt. Was ist mit dir los? Bleibt doch einfach mal stehen. Ich habe euch mal dazu geholt, damit ihr den seht. So, unberührt. Okay. Sachen drin. Ja, es war ja klar, dass er broken ist. Sowas Schönes ist ja... sowas Schönes kriegen wir ja nicht, ne? Dafür kommt zu ihr so ein Depp. Ich weiß zwar nicht, woher du jetzt gerade kommst. So. Gut, Leute, ich fahre mal weiter Richtung Jenny. Wenn er nichts mehr dazu kommt, sehen wir uns gleich drüben. Bis gleich. Und das nächste schöne Auto gefunden. Ja, ich hatte unterwegs noch ein paar andere geguckt, aber waren alle broken. Einen habe ich gekriegt, aber das war so ein Derby Buggy, sowas ähnliches wie wir haben. Jetzt gucke ich mir hier das Muscle Car. Ja, war ja klar. War ja klar, dass sowas Geiles mal wieder broken ist. Das ist so nervig. Die schönen Autos sind broken, also die ich fahren würde. Okay, der Traktor der Apokalypse war schon cool, aber zu groß. Der war mir zu groß vom Fahren her. Das sah zumindest mal so aus. Gefahren bin ich ja nicht. Haben wir aber auch seitdem nie wieder gesehen. Ich habe den auch seitdem, wenn man vom Teufel spricht, ne, liebe Leute, schaut euch diese Schönheit an. Gibt's gleich noch mal in groß. Das ist doch mal, der ist doch mal schick eigentlich, oder? So, dann gucken wir mal, ob er was kann. Ja, war ja klar, broken. War ja klar, dass er wieder broken ist, aber ist okay. Ist okay, ich mecker nicht. Alles gut, wir hatten ihn am Anfang als nicht broken Modell. Er hat uns gut Kohle gebracht, die hat uns am Anfang sehr geholfen. Ich darf nicht meckern. Ich bin dankbar. So, wo ist Straße, wo ist eine Straße? Da ist eine Straße. Gut. 150 Meter, dann sind wir bei Jenny. Jenny Girl. Ja. Da sind wir dann auch bei das Jenny. So, dann müssen wir erstmal hier noch ein paar Sachen loswerden. Los. Wo ballert hier einer rum? So einen wollte ich mir eh zulegen, mal. Der bei uns zu Hause mal so ein bisschen rumläuft. So, ich will euch auch gerade bei dem Thema NPCs und rumballern
Da hat mir ein Abonnent geschrieben. So als Tipp, falls nicht gewünscht, einfach ignorieren. Und zwar war das Tiffy 203. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ich glaube, diese NPCs, die man anheuern kann, kann man auch für Geschütztürme verwenden, indem man ihnen die Anweisung gibt, an einem bestimmten Punkt zu stehen. Also sind die mit Waffen nützlich für Hordenächte. Das ist ein sehr, sehr hilfreicher Tipp gewesen, liebe Tiffy. Da bin ich auch sehr dankbar für den Tipp. Deswegen kam ich jetzt gerade wieder hier drauf, wie ich das Geballer gehört habe. Ich weiß nicht, wo der ist, der hier rumballert. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Vielleicht können wir es dann hier ein bisschen besser lokalisieren. Hier einmal durchrennen. Spart auch wieder ein bisschen Zeit. Müssen wir nicht komplett außen rumrennen. Schade, ich sehe keinen. Ich sehe keinen, der hier rumläuft, rumballert. Lass hier aber mal reingucken, liebe Leute. Big Hitters und Scrapping for Fun. Nice. Big Hitters und was ist das? Tools. Auch nice. Gut, dann einmal hier jetzt abgeben. Wow, I didn't think you had it in you. Good Doch, job. ich hab's in mir. So, es wird bald. Really? Erstmal den hier noch mal Okay, then. einschalten, beziehungsweise einwerfen. Den Drops. Und ein wenig verkaufen. Komm. Gib ihm. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das kann weg. Das kann weg. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Hab ich nicht. Das will er nicht. Will sie nicht. So. Hast du irgendwas? Ja. Dann gönnen wir uns den hier. Das senkt nochmal den Preis. Eigentlich ja. Gut. Hast du sonst irgendwas, was ich gerne hätte von dir? Nehmen wir die Mischung mit. Mischung ist immer gut. Ansonsten. Eine AK. 42er Fernkampfschaden. Das hier ist ein Assault Rifle. Ich glaube, die AK-42, die kaufe ich mal. Die AK für 2000 kaufe ich mal. Das ist in Ordnung. Pflastersteine nehme ich mit. Ja, ansonsten hast du nichts. Alrighty then. Ansonsten hast du Stay safe nickes. out there. Stay safe out there. Ja, ich bin safe out there. Tausche das mal aus. Guck hier mal. Halt, verändern. Abschließen. Danke. 3. Nachladen. So. Irgendwo war doch gerade eben hier eine. Genau. Genau dich wollte ich, mein Freund. Komm mal her. Komm mal her. Soldier Guard. Ja. Zack. Wir haben unseren Soldier Guard. Ich denke mal, der wird funktionieren. Zumindest sah es so aus für mich gerade mal kurzzeitig, dass er funktioniert. Auf was haust du drauf? Lass den Hasen in Ruhe. Lass die Katze in Ruhe. So, da brauchen wir zweimal Katzenfutter. Wenn wir jetzt Glück haben, haben wir uns ein Haustier zugelegt. Wenn die jetzt zweimal Katzenfutter irgendwo hat, dann nehme ich die Katze mit. Die kann dann auch daheim ein bisschen rumstreuen. Die kann daheim dann rumstreuen. Ah, nur eine Dose. Schade. Schade. Dann nimm die mal mit. Nimm die eine Dose mal mit. Nimm die beiden mit und nimm die beiden mit. So. Dann geht's ab nach Hause. Nach Hause. Mizi, dich kann ich leider nicht mitnehmen. Ich habe nur eine Dose gekriegt, das tut mir leid. Es tut mir leid. So.
Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich bei unserem Händler, wo ich die Quest abgebe. Wo müssen wir langfahren überhaupt? Wo müssen wir hin? Ach, die Katze macht die Türen auf. Auch nicht schlecht. So. Genau, nach Westen müssen wir. Am besten nach Westen. Ja, wie gesagt, ich fahre uns zurück in unser Gebiet. Und da sehen wir uns dann gleich. So, da sind wir dann auch mal wieder angekommen. Ja, doch eine schöne lange Fahrt hier raus. Hier zurück, meine ich. Und ja, geben wir jetzt erstmal die Quest ab. Gucken, ob wir noch was verkauft kriegen. Eisenschaufel, haben wir schon eine 3er. Haben wir schon Stahl? Nein. Wir nehmen die Mumpeln. Wir nehmen die Mumpeln, wie immer. So, war hier was zum Verkaufen? Nein. Was? Das ist das Soldier Guard, alles klar. So, hast du Aufgaben? Er hat Aufgaben. Wir fangen an mit Abholensäubern in 193 Meter. Aber fürs nächste Mal. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wo wohnen wir? Kleiner Penner! Wo wohnen wir? Wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen in die andere Richtung. Zumindest mal so kurzfristig. Genau. 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 So, hier rein. Und hier rein. Dann ist hier die Tür offen. Das ist nicht schön. Machen wir doch direkt mal zu. Und packen mal so ein paar Sachen, die wir nicht brauchen da drin. Ja. Lernen die 3. Das einmal zurück. So, dann... Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. 16 Uhr. Wir könnten... Obwohl, das ist eine 3er, nee. Das ist eine 3er, nee. Ich glaube nicht, dass wir die noch durchgezogen kriegen. Guckt lieber mal. Das hast du nämlich vergessen. Ja, eine Schlange, die kann mich mal. Die Schlange kann mich mal. Fahr mal zu Recti. Ja, hier ist ein Seiteneingang. Brauche ich gar nicht so weit zu fahren immer. Sehr gut. Das hast du durchgeguckt, ja. Sprit, wir brauchen Sprit. Da muss ich mir auch was einfallen. Dann müssen wir mal eine Exkursion machen, zu gucken, ob wir nicht die Wüste irgendwo finden. Weil der Sprit 3060, ja. Das ist das Problem. Wir kommen hier finanziell nicht wirklich auf den grünen Zweig. Ist ja, glaube ich, auch erstmal nicht so wichtig. Ist ja erstmal nicht so wichtig. So, jetzt haben wir Sprit genug. Zumindest mal für eine gewisse Zeit. Morgen ist Tag 10. Da ist wieder Reset beim Händler. Da dürfte dann nochmal ein bisschen Sprit zu kriegen sein. Wenn wir Geld haben bis dahin. So, park mal. Hier war doch vorhin so ein Schlangending. Oder nicht? Sag ich doch. Sag ich doch. Genau. Dann nimmst du da die Schmerztablette mit. Die hast du dir verdient. Hast du auch noch nicht reingeguckt. Leute, was geht denn ab? Immerhin Feuerlöscher, 2 Rap-Kits, das ist in Ordnung. Eine wird auch direkt angewendet. Ich schraube mal hier den Dings weg und ich glaube, da drinnen haben wir noch den, ja, gibt ja auch ein bisschen Sprit. Da haben wir noch den Traktor, glaube ich, auch noch stehen. Wir nehmen mal das Wasser, beziehungsweise den roten Tee.
Gönn dir den, reparier das. Ja, hat sich nicht wirklich gelohnt. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Ist da irgendwo wer? Soll ich rantrauen, nicht anschleichen. Komm offen zu mir, wenn du was willst. Ja, komm. 54, 15. Weg ist er. Weg ist er. Einmal macht zu wieder. Zweimal. Hier reingeguckt, weil ich gerade hier bin. Gab dann hier auch nochmal zwei. So, haben wir den. Ach, den Traktor haben wir schon weggeschraubt. Ja, sehr gut. Ja, dann. Ja, dann, wenn das so ist, wenn wir den schon weggeschraubt haben. Ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Meine Herren. Warte mal, das kannst du zerlegen. So. So. Dann mach Leerknopf drücken. Rohstoffe, Parts, Tools. Mods. Da sind die Mods. Mod. Parts. Die Schrotflintenteile, ja. Bockstabteile, nein. Ganz gehst du rein. Da brauchen wir Stoff. Stoff. Aber auch schon einiges an Stoff. Alter. So, das noch da. Feuerlöcher packen wir mal in die Tools hier mit rein. So, auch nur ein Hämmerchen haben wir. Den brauchen wir für Mod. So, dann guck doch mal, das geht da rein. Dann hast du hier noch Mod. Wo ist es? So, wie viel geht hier rein an? Zwei Mods gehen in die AK rein. Ja. Nimm doch mal die und die. Das sind die einzigen beiden Mods, die ich habe für so eine Waffe, ne? Hier haben wir die Dings schon drin. Ja, dann ist das so. Dann ist das jetzt so. Dann packen wir hier die beiden Teile rein. Und laden dich nochmal gründlich nach. Dann. Nicht hier noch eine Quest offen. Resurrection Table platzieren. Ja, wir bauen mal den Resurrection Table, würde ich sagen. Resurrection Table, was brauchen wir dafür noch? Was fehlt? Die Schalensteile haben wir. Boah, noch geschmiedetes Eisen. Okay. Da haben wir. Dann schmilzt halt noch ein wenig ein. Dann schmilzt er noch ein wenig ein. So, Fight Night. Da legen wir ihn hier mal rein. Ach, hier haben wir noch ein Auto. Hier haben wir noch ein Auto zu verkaufen. Stimmt, in einen. Warte mal, haben wir den schon? Cars? Nein, den haben wir noch nicht. Der geht in unsere Sammlung rein. Dann bereite ich hier den Resurrection Table vor. Diesen, ja, ihr wisst schon, den Tisch, um ein paar Zombies wieder zu erwecken. Könnten wir eventuell da hinkriegen, wenn ich hier frei mache dafür. Weil der ist schon groß. Ich mach den mal weg. Wir den eventuell hier hinkriegen, wenn ich die wegmache, eventuell hier den Kloning-Tisch hinkriege. Das wäre geil. Wenn ich hier auch die Kloning-Station hinkriegen würde, Leute, das wäre so geil. So,
So, dann haben wir hier noch ein paar davon zum Einschmelzen. Ja, ein Amboss hätte ich gerne noch kaufen. Egal. Laufe hier das schon mal so weit durch. Können wir hier irgendwas herstellen? Nee, nicht wirklich. Wir haben eine 2. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Bodies und Co. ganz krass. Fahrzeuge. Skill Points. Da haben wir 18 noch. Da haben wir noch 18. Nur mal gucken, wo können wir Tool Damage Speed, können wir noch was reintun. Quest geht automatisch, wenn wir Quest erfüllen. Wir haben hier die. Die läuft automatisch. Farm Table, Farm Table, Farm Table. Was brauchen wir für den Farm Table? Hier braucht man noch Farm Table. Haben wir. Da brauchen wir Eisen für, genau. Was war das mit dem Eisen? Mach das doch mal so. So, Farm Table ist immer noch nicht genug. Immer noch nicht genug. So. Dann jetzt aber. Fertige Ideen, der Rest kann eingeschmolzen werden. Dann dauert das mit dem Resurrection Table halt ein bisschen länger. Das ist dann halt so. Dann haust du hier die noch raus. Das könnte dann insgesamt für beides reichen, mit viel Glück. Mit viel Glück reicht es für beides, liebe Leute. Aber das werden wir beim nächsten Mal sehen. Weil für diese Runde sind wir vorbei. Da sind wir durch. Ich hoffe, da mache ich jetzt nicht zu viel kaputt, dass das Dach runterkommt oder sowas. Ja, das müsste noch genug schützen. So. So. Ja. Dann verabschiede ich mich jetzt für diese Folge Bonn von euch. Wenn es euch gefallen hat, würde mich das sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin. Ciao, ciao.